Hallo Leute, ich bin's Laura. Heute mache ich ja ein ganz, ganz tolles Video, nämlich den Entweder-Oder-Tag. Ja Leute, ich muss euch sagen, so ein Video ist für mich persönlich einfach mal wie Urlaub. Ja, ich muss nicht immer jetzt hier von einer Drogerie oder Parfümerie zur nächsten laufen und ja testen und testen und testen, sondern heute kann ich mich mal ganz entspannt zurücklehnen, habe hier ein paar Fragen vor mir, vielleicht einige, die es noch nicht kennen. Das läuft einfach so ab, da stehen zwei Begriffe und ich muss dann entweder oder sagen, also mich für eins von diesen beiden entscheiden. Und das werde ich jetzt gleich mal machen. Ich beginne mit der ersten Frage. Ich habe das hier immer vor mir unten liegen, Leute. Also wundert euch nicht, wenn ich so ein bisschen immer nach unten gucke. Musstet ihr auch lesen können, was da steht. Frage Nummer 1 ist Dusche oder Badewanne? Ja, da kann ich definitiv sagen Badewanne. Ich könnte niemals in eine Bude ziehen, Leute, wo keine Badewanne drin ist. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin ein absoluter Genussmensch und da gehört die Entspannungswanne dazu. Also duschen kann ich später noch, ja, sage ich immer, aber eine Badewanne muss unbedingt sein. Dann habe ich die zweite Frage, Augenbrauenstift oder Augenbrauenpuder? Ist ganz einfach zu beantworten. Ich persönlich benutze Augenbrauenpuder. Warum? Ja, weil ich einfach schon von Natur aus eigentlich ganz gute, feste Augenbrauen habe. Und da muss ich eigentlich nur noch so kleinere Lücken ausfüllen. Und das macht das Ganze schön weich und ist ein bisschen weicher als ein Stift. Weil ein Stift, den muss man dann immer noch so ausradieren, ne? Weil der sonst zu doll aufliegt. Sieht dann immer so künstlich gemalt aus. Stehe ich nicht so drauf. Deswegen nehme ich lieber Augenbrauenpuder. So, dann haben wir Lippenstift oder Lipgloss. Ja, da muss ich sagen, ganz früher, in meinen Anfängen der Make-up-Zeit, habe ich Lipgloss geliebt. Also ich habe immer Lipgloss ohne Ende mir gekauft. Lippenstift war sehr, sehr selten dabei. Jetzt hat sich das mittlerweile alles irgendwie gewandelt, weil jetzt benutze ich irgendwie immer mehr Lippenstift und gebe für den Glanz einfach, wenn ich es ein bisschen hochglänzender haben will, Lipgloss drauf. Aber wenn ihr mich jetzt echt fragt, entweder oder und ich muss mich entscheiden, entscheide ich mich für Lippenstift. Ja, Frage Nummer 4, Tee oder Kaffee? Ich bekenne mich, Leute, ich bin ein absoluter Kaffee-Junkie. Das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, halb blind durch die Küche laufen, ja, und dann brauche ich erstmal Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee übrigens mit ganz viel Milch und ein bisschen Zucker, so schmeckt er mir am liebsten. Und Tee, ja, Tee trinke ich eigentlich nur dann, wenn ich mal krank bin. Und selbst dann ist der Tee rar gesät. Aber wenn ich mal Tee trinke, dann mag ich am liebsten Jasmin-Tee oder so diesen Rooibos-Vanille-Kram, ne, den es überall gibt. Ja, Ostern oder Weihnachten ist die fünfte Frage. Also ich würde sagen Weihnachten. Weihnachten finde ich ganz cool. Ich mag ja auch den Winter, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin ja eine Frostbeule. Ne? Mir ist immer kalt, mir ist selbst im Sommer kalt. Und im Winter ist es einfach so, da kann ich mich schön dick anziehen, ne? Was ich sowieso den ganzen Tag tue. Da fällt das also nicht mehr groß auf. Im Sommer fragt mich mal jeder, oh Laura, schwitzt du denn nicht? Ich sage, nee, mir ist kalt. Leute denken, ich bin schon blöd. Und Weihnachten, ja, es ist so viel schönes Licht, es ist alles schön bunt, man kann Geschenke auspacken. Und das Geilste an Weihnachten ist, ich liebe es, Geschenke zu verschenken. Vielleicht gehört ihr ja auch dazu, ne? Also klar freue ich mich, wenn ich was bekomme, aber am liebsten mag ich das, wenn mein Geschenk super gut angekommen ist und meine kleine Tochter zum Beispiel, wenn die dann ihr Geschenk aufreißt und die riesengroßen Augen dazu macht, dann könnte ich jedes Mal dahin schmelzen. Also deswegen sage ich mir eher Weihnachten. Ja, Citytrip oder Strandurlaub? Ja, also Strandurlaub ist ganz, ganz lange her, Leute. Deswegen, obwohl ich kein Mensch bin, der jetzt ewig da wirklich in Urlaub fahren kann, ans andere Ende der Welt und der Strand ist ganz, ganz toll, aber wirklich so 14 Tage nur Strand und nichts sehen von dem anderen Land, der anderen Kultur oder so, das wäre nichts für mich. Aber aktuell, wenn mir aktuell die Entweder-Oder-Frage gestellt wird, nachdem ich echt jahrelang keinen Urlaub gemacht habe, nehme ich definitiv den Strand. Frage Nummer 7 ist am Start. Catrice oder Essence? Ja, das ist ganz leicht für mich zu beantworten, Leute. Bislang habe ich von Essence ehrlich gesagt nur ein Produkt gesichtet, was mir gefallen hat. Und das war die I Love Extreme Mascara. Die habe ich übrigens auch schon in einem meiner Videos groß belobigt. Aber Essence hat eigentlich noch mehr Produkte und die fand ich jetzt nicht so geil. Und deswegen würde ich sagen Catrice. Also Catrice finde ich persönlich einfach besser. Ich habe da einfach mehr Produkte gefunden, die mir gefallen haben. Frage Nummer 8, TV oder Buch? Ja.
Ich liebe Bücher, wenn ich denn mal Zeit hätte zu lesen, ja. Also wenn mir dann einer sagt, oh, der Bestseller jetzt hier, ne? Ihr wisst, welchen ich meine. Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Also ich lese jetzt aktuell Shades of Grey, ne? Da werde ich ja gleich ein bisschen rot. Aber keine Angst, Leute, ich bin nicht pervers veranlagt oder so. Da wird auch viel auf den Topf geklopft, ne? Was das Buch angeht. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten beiden Teile durch, finde ich ziemlich gut. Und da ich immer nur Zeit habe zu lesen, wenn ich in der Wanne sitze, ja, ist der dritte Teil jetzt, den ich angefangen habe, verläuft eher schleppend, würde ich sagen, weil ich dann doch immer noch dazu neige, wenn ich abends abschalten will, ein bisschen TV zu gucken. Also wenn man mich so jetzt fragt, muss ich sagen, TV überwiegt ein bisschen mehr. Ja, und dann brauner oder blasser Teint? Ja, also das ist auch ganz klar. Ich bevorzuge den blassen Teint, einfach weil als Make-up-Artist weiß ich ja, alles, was man hell schminkt, bringt man hervor. Alles, was man dunkel schminkt, zieht man ja zurück. Und deswegen, ich mache lieber eine helle Grundierung. Und mit Puder und Bronzer kannst du schön schattieren. Da kannst du alles noch korrigieren sozusagen. Aber schminkst du dich von Anfang an zu dunkel, macht das immer gleich alt. Da habe ich nicht so Bock drauf. Deswegen auf jeden Fall blasser Ton wirkt eher jung und frisch und jugendlich. Frage Nummer 11, Leute. Zeichentrick oder echter Film? Na, jetzt wird es echt schwierig, weil ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja schon Mama und ihr könnt euch vorstellen, ich habe eine ganze Disney-Sammlung zu Hause, ja. Also von allen Disney-Filmen, die es gibt, und ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein Disney-Fan, ich gucke mir das selber gerne an, ja. Also wenn meine Tochter sagt, oh Mama, darf ich einen Film gucken? Dann sage ich, ja, welchen wollen wir denn gucken und so. Und wenn ich zum Beispiel mal sage, nee, heute nicht, dann sagt sie immer, aber Mama, wir können auch Die Schöne und das Biest gucken, weil sie genau weiß, dass ich von Disney Die Schöne und das Biest total liebe. Haha, welch Wunder, Die Schöne und das Biest knacken, ne? Ja, aber, ja, also wie gesagt, müsste ich mich dann entscheiden, würde ich dann doch eher sagen, echter Film mit, ja, Emotionen und echten Menschen und so. Dauerhaft würde ich dann doch eher den echten Film bevorzugen. Sei mir nicht böse, Maus, Letizia, so heißt sie übrigens meine Tochter. Ja, Leute, jetzt kommt die große, große Frage, die mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Das ist nämlich Frage Nummer 12, Burger King oder McDonald's, ne? Da kannst du ja eigentlich, wenn du so einen Tag machst, kannst du ja nur falsch antworten, ne? Weil das funktioniert sonst nicht. Also ich würde eher sagen, esse sehr selten Fast Food. Nicht, weil ich es nicht mag oder ungesund finde, sondern, keine Ahnung warum. Also jedenfalls ergibt es sich nicht so oft. Aber wenn es sich da mal ergibt, ist mir aufgefallen, bei Burger King esse ich lieber diese King Wings. Und bei McDonald's sind es dann doch irgendwie die Burger, ne? Weil die wechseln ja auch immer das Sortiment. Das ist nicht immer das Gleiche und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, McDonald's ist überall, ne? Ich sitze ja viel im Auto vom Set da nach da laufen und das Kind Schule hin und her und so weiter. Und ich bin eigentlich immer im Auto und irgendwie habe ich das Gefühl, McDonald's ist immer da, wo ich auch bin. Also irgendwie lande ich dann doch immer hier bei der goldenen Schwalbe. Also ich würde dann eher sagen, McDonald's. Punkt. Aus. Gut, Fischstäbchen oder Sushi? Ist auch ganz einfach zu beantworten. Ich liebe Sushi, finde ich total geil. Überhaupt Fisch esse ich echt richtig, richtig gerne. Aber Fischstäbchen, ja mein Gott, das kannst du dir immer schön hier von Iglo aus der Tiefkühltruhe ziehen. Ist ja auch kein Problem, habe ich ja wieder als Mama schon öfters gekocht, ne? Aber Sushi, muss ich sagen, das ist eine richtig tolle Delikatesse. Ich liebe Sushi in allen Varianten. Am liebsten die, warte mal, California Rolls mit Lachs und Avocado. Für alle, die es ganz genau wissen wollen. Ja, und dann Nägel lang oder kurz. Ja, wie ihr sehen könnt in den anderen Videos, die ich so bisher schon gepostet habe oder hochgeladen habe, da hatte ich immer recht lange Nägel. Und jetzt, habe ich wieder schön bunt. Und zur Abwechslung habe ich mir gedacht, mal ein bisschen kürzer, ne? Weil es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn du dann viel schminken musst und so. Oder hier gerade, wenn du so am Auge rumfummeln musst, dann, ne, muss ich Angst haben, dass das Model dann hier die Kralle abkriegt im Auge. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen habe ich sie ein bisschen kürzer gemacht und finde auch, der kurze Lock sieht gut aus. Ich würde allerdings nicht sagen, nicht so bis ins Fleisch reinschneiden, ja. Also so ein bisschen über die Kuppe rüber, ein Ticken länger darf es auch gerne sein, aber so ganz kurz auf gar keinen Fall. Also ich entscheide mich, lange Rede, kurzer Sinn, lange Nägel. Frage 15,
Geld sparen oder Geld ausgeben? Ja, also da kann ich euch sagen, ganz wichtig, ja, Geld sparen, meine Lieben. Und nur für die wirklich wichtigen Sachen ausgeben. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zum Geiz tendiere oder dass ich mir jetzt so ein, ja, wie hieß er nochmal, Dagobert Duck-Keller angeschafft habe, wo ich die Kohle horte, ja, um bloß nichts ausgeben oder so. Das bin ich nicht, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, immer ein paar Flocken so beiseite zu legen, auf gut Deutsch. Und deswegen würde ich eher sagen, entweder oder, ich entscheide mich für Geld sparen. Ja. Essen gehen oder selber kochen? Essen, ein ganz wichtiges Thema bei mir, Leute. Ich liebe Essen, ja. Man sieht es mir jetzt vielleicht nicht unbedingt an oder so, aber wer mich kennt, weiß, Laura kann fressen wie ein Scheunendrescher, ja. Und ich liebe wirklich alles, was es an Essen gibt. Ich kann mich teilweise nicht entscheiden. Italienisch, Asiatisch, Spanisch, ne? Oh, vom Spanier die Aioli, Leute, ne? Knoblauch, also ich könnte auch in Knoblauch baden, ne? Aber ja, was soll ich sagen? Essen gehen tue ich super, super gerne, weil da wird man schön bedient und es ist immer gleich fertig und da ich immer so wenig Zeit habe, immer für alles. Aber wenn ich dann Zeit habe zum Kochen, dann koche ich auch selber. Und ja, was würde ich jetzt sagen? Entweder oder? Ich sag mal selber kochen. Ja, selber kochen ist besser. Okay, ich nehme selber kochen. Frage 17, schnell weiter, weg vom Essen. Ich habe nämlich richtig Hunger. Ist mein Video oder YouTube? Und da kann ich sagen, ganz klar YouTube. Warum? Hahaha, ne? Hab ja selber einen Kanal hier mit Style Out. Und deswegen nehme ich natürlich YouTube. Mein Video habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Ja, habe ich ehrlich gesagt auch nur gehört, habe ich noch nicht angeklickt. Also ich entscheide mich für YouTube. Und die allerletzte Frage lautet jetzt, Stadt oder Dorf? Und da kann ich es echt ganz, ganz kurz machen, Leute. Die Landluft ist maximal 2 Tage für mich gut. Ja. Ansonsten würde ich denken, ich bin in der Einöde angekommen. Also ich entscheide mich für die Stadt, weil ich finde es toll, dass man, ja, gerade hier in der Großstadt Hamburg, ich wohne in der Großstadt Hamburg, immer zu jeder Tages- und Uhrzeit eigentlich irgendwo hingehen kann. Ne? Und das ist natürlich top. Und auf dem Dorf geht das nicht. Da klappen die teilweise um 17 Uhr den Bordstein hoch und dann passiert da gar nichts mehr. Da wäre mir ja eher gruselig. Ne? Und die ganzen meisten Verbrechen finden doch eigentlich immer auf dem Dorf statt. Ne? Da, wo das keine Sau mitkriegt. Also ich bleibe lieber in der großen, gefährlichen Großstadt und da geht es mir gut. Ja, Leute, das waren jetzt meine 18 Fragen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, weil mir hat es echt erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich hätte das vorher nie gedacht. Ich habe immer so geguckt, ja, bei anderen ja entweder oder Tag und war so auf der Suche nach einem Video, was ich könnte ich denn mal machen, was jetzt nicht immer nur mit Testen und wieder Testen zu tun hat, sondern auch was ein bisschen über mich persönlich vielleicht etwas aussagt. Und da habe ich das entweder oder Tag gesichtet und habe gedacht, ja, ziehe ich mir die Fragen mal raus. Ich habe die auch vorher mir nicht überlegt, was sage ich oder so. Ich habe das echt ganz Freestyle gemacht, weil wenn ich was vorbereiten soll, Leute, ne, da geht alles grundsätzlich schief, dann verhaspel ich mich, so wie jetzt zum Beispiel, ne? Und das ist ganz, ganz blöd. Und deswegen, also ich fand es gut, diesen Tag, er hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, schön die Daumen hoch. Ich freue mich darüber und sage bis dann. Das heißt, von günstig bis hin zu den tollen Markenprodukten. Dafür zur Hilfe einmal Annie, so heißt er. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Es ist ein riesengroßer Nagellackständer. Den bekommt ihr in sämtlichen Parfümerien wie Douglas oder Müller.